auf ein kurzes Wort. Wir sind noch immer im johannäischen Intermezzo, also mitten in den Sommermonaten, wo im Markus-Lese ja schwungvoll mit Texten aus dem Johannesevangelium aufgefüllt wird. Und was sich so anhört oder anfühlt wie das ewige Fronleichnamsfest, reflektiert eigentlich eine sehr recht spannende Werdegeschichte dieser neuen Innenreligion. Und man kann sagen, dass wir namentlich in diesen johannäischen Texten, also dem vierten Evangelium und den drei Johannesbriefen, eine ganz eigene Welt vor uns haben. Hier wird anders erzählt, es wird anderes erzählt, die Sprache, ja, die Wucht gerade der Sprache ist auffällig und ist etwas anderes als in den sonstigen Überlieferungen dieses breit, weit gefächerten Neuen Testamentes. Es ist immer aufgefallen, dass sich in diesem johannäischen Dunstkreis etwas verschoben hat, dass aus der Verkündigung Jesu von Nazareth der Verkündigte Christus wird. Er verkündigt sich selbst. Er wird gewissermaßen als Inhalt dargeboten und nicht mehr so sehr als Sprachrohr dessen, was göttlicher Wille sein könnte. Und nun sind wir in dieser Brotrede, wie man es nennt, und die nimmt schon mehr oder weniger jetzt dann an Fahrt auf. Und diese reflektiert Konflikte, Konfliktbereiche, die den Ablösungsprozess vom bisherigen, sagen wir mal, antiken Judentum dann zum antiken Christentum markieren. Und es wird durchaus mit harten Bandagen gekämpft. Die Juden, so im Johannesevangelium immer genannt, kommen samt und sonders nicht gut weg. Und das dürfte in der Tat diese Ablösungsprozesse reflektieren. Schauen wir ein wenig hin. Die murren also mal wieder, die Juden, wie so oft, weil sie etwas vermeintlich nicht verstanden haben. Aber Obacht, diese Texte sind ja Binnentexte, Vergewisserungstexte für eine Community, die ihre Identität in und aus diesen Texten finden und speisen möchte. Also die Guten und die Bösen, wir und die anderen. Das ist so diese Polarität, die hier aufgebaut wird. Sie murrten also, Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wir entsinnen uns, es ist diese Manna-Typologie, die hier aufgemacht wurde. Das alte Manna, nein, es geht um das Neue. Das soll in Jesus, dem Herrn, da sein, wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Und jetzt geht es um die Vatergestalt. Es geht nicht um den leiblichen Vater, das verstehen die Juden mal wieder falsch. Es geht um den himmlischen Vater. Und es fällt auf, dass eine gewisse Exklusivität hier obwaltet, als hätte nur Jesus irgendwie diesen exklusiven Zugang zu vermitteln zu diesem himmlischen Vater. Auch das harte Bandagen. Wir, die richtige Gottesbeziehung. Ihr, die falsche Gottesbeziehung. Wir, auf der Höhe dessen, was jetzt gilt, ihr zum alten Eisen. Diese Logik schwingt hier mit all den Problematiken, die wir etwa in der Geschichte des christlichen Antijudaismus beobachten müssen. Das Johannesevangelium ist nicht unschuldig. Texte sind oft nicht unschuldig. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Was ist hier passiert? Wieso plötzlich dieses Motiv? Nun, auch die johannäischen Gemeinden in ihrer Selbstvergewisserungsschrift blicken natürlich längst zurück auf ihre eigene Herkunft und wollen so ihre eigene Zukunft meistern. Und im Kern des christlichen Bekenntnisses, und das ist übergreifend so, steht das Bekenntnis, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, wie immer man sich das vorzustellen hat. Und das gilt nun auch exklusiv, nur er. Und nur wer zu ihm gehörig ist, für den kann zugesagt werden, ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, also am Vollendungstag von allem. Wir ja, ihr nicht. Wir gehören zu den Guten, ihr seid die Loser. Das ist diese Logik. Ob die gut oder richtig ist, eine andere Frage, hier wird sie stark gemacht. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Was meint hier Glaube? Das ist die Zugehörigkeit zu dieser neuen Community. Wir gewissermaßen der auserwählte, fast möchte ich sagen, heilige Rest im Geflute der vielen, die bisher eben jetzt auf dem falschen Dampfer noch unterwegs sind. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, das dankt ab. So ist es aber mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Damit meint jetzt der johannäische Christus sich selbst. Wenn jemand davon isst,
wird er nicht sterben. Also die Zugehörigkeit exklusiver Art ist es, die erneut hier in den Fokus rückt. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und jetzt der nächste Überschritt. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Was wird hier eingespeist? Es wird eingespeist, dass es um die Existenz Jesu geht, richtig. Fleisch meint diesen Menschen, richtig. Und nun das Anstößige, das wird uns am nächsten Sonntag begleiten. Da murren die Juden nämlich mal wieder, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Das klingt sehr, sehr anstößig. Wir haben uns das so angewöhnt. Wir essen den Leib des Herrn, wir trinken das Blut des Herrn. Für unbefangene Ohren klingt das eigentlich nach etwas widerwärtig Kannibalischem, möchte ich sagen. Aber um das soll es ja gerade nicht gehen. Und noch einmal, Vergewisserungstexte für den Inner Circle. Und fast könnte man sagen, gerade das Johannesevangelium, das vierte, ist so etwas wie eine exklusive Geheimlehre, die sich nicht an die Äußeren, an die anderen richten möchte. Exklusiv für uns. Dass das auch gefährlich ist, liegt auf der Hand. Und das Christentum hat das so nicht rezipiert. Es gab dann andere Strömungen in diesem werdenden Christentum, den Christentümern, die genau diese Geheimlehre stark gemacht haben. Also jene Bewegung, die wir die Gnosis nennen, Erkenntnis, wahre Erkenntnis nur für uns, nicht für die anderen. Das hat die Großkirche nicht mitgemacht. Sie hat diese geheimleeren Texte rezipiert, aber sie hat sie auch entschärft. Sie hat sie universalisiert, sie hat sie umgedeutet. Und das ist das große Faszinierende, dass diese alten Texte, indem sie neu gelesen, neu verstanden, neu interpretiert werden, immer wieder neue Sinngehalte aus sich entlassen haben. Namentlich, und ich komme zum Schluss, namentlich, beim nächsten Sonntag wird uns das beschäftigen, namentlich das Verständnis des Gedächtnismahles Jesu des Herrn. Das feierten die Christen von Anfang an mit unterschiedlichen semantischen Bedeutungen, mit unterschiedlichen Intentionen. Die johannäische Linie ganz klar, es geht wirklich um das Essen und Trinken der Gegenwart Jesu des Auferstandenen, der sich uns einverleibt, so in dieser Logik, auf dass wir gerettet werden aus einer falschen, verkommenen Welt. So die Sicht des Johannesevangeliums. Die Welt verkommen. Wir die Geretteten. Wir der Inner Circle. Das hat die Großkirche so nicht rezipiert. Sie steht indes immer wieder vor der Gefahr, dass diese sektoiden Denkfiguren fröhliche Urstände feiern. Wir haben die Wahrheit. Ihr habt sie nicht. Und was damals die Großkirche nicht rezipiert hat, möge auch heute nicht obsiegen. Das wäre die Versektung und damit auch die Verzwergung der Kirche. Die Verbindung mit Jesus, dem Herrn, muss eine offene, ich dürfte sagen, eine universalisierte sein, die sich vermitteln kann, die nicht auf Geheimlehren baut, sondern mit Sinn und Verstand die Relevanz Gottes erschließen kann. Er möge uns segnen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.